So, und da sind wir wieder und nehmen die letzte Runde auf. Die letzte Runde für dieses Spiel. Und ja, ich freue mich, dass ich wenigstens ein paar Kommentare bekommen habe über die nächsten Spielvorschläge. Einerseits waren da zum Beispiel, dass ich jetzt die nächsten Teile von Siedler das Erbe der Könige spiele, zum Beispiel das Nebelreich oder Legend. Ja, das würde ich vielleicht in Betracht ziehen, aber vielleicht für eins später oder parallel mit einem anderen, das ging ja auch. Dann wurde mir noch Assassin's Creed 1 vorgeschlagen oder Mount & Blade. Ich muss sagen, Mount & Blade kommt für mich irgendwie nicht in Frage, das will ich einfach nicht let's playen, das weiß ich nicht. Ich glaube, da hätte ich nicht so viel Spaß dran, so das zu let's playen. Vor allem, weil ich am Anfang total nooben würde. Und dann noch aus ein paar anderen so Sachverhalten. Ja, ich freue mich auch so über hier Kommentare und alles. Dann habe ich mich auch sehr über die Tipps gefreut. Zum Beispiel das mit den Armbrustschützen und den Reitern und so. Hätte ich nicht im Blog aufgenommen, hätte mir das jedenfalls sehr geholfen. Ja, das ist der Nachteil, wenn man den Blockaufnahmen macht. Und ja. Ja, dann. Tipps finde ich toll, vor allem jetzt bei der Endrunde, weil das ist die Runde, wo ich am wenigsten weiß. Das ist auch voll unpraktisch. Ja, okay. Ich hoffe, ihr habt, falls welche von euch Let's Plays anfangen wollen, hatte ich glaube in der letzten Folge erwähnt, dass ich einen Link in diese letzte eben Folge einsetze, also die vorige. Habe ich auch getan, also da ist ein gutes Video dabei, was dann so vielleicht ein paar Fragen klärt, was ein guter Let's Player braucht, um halt Let's Playen zu können. Von Eigenschaften und Programmen her, also wird beiderseitig erklärt und ist eigentlich gut. Ja. Jedenfalls dazu, weil ich davon auch einige Anfragen bekommen habe. Und ja, was ist da sonst noch? Ja, die letzte Runde fängt jetzt an. Und ich glaube, ich bin ja bis jetzt kein einziges Mal habe ich nicht verloren und bei der Runde bin ich nicht so ganz sicher. Und dann starten wir auch einfach mal. In den großen Ödlanden hatten die Helden viele Verbündete gefunden, die sie im Endkampf gegen Evelance unterstützen würden. Unseligerweise bedurften die Alliierten noch manchen Tages, um ihre Truppen zu sammeln. Doch die Zeit der Helden sollte nicht verschwendet werden. Denn Kerberos würde seine sicheren Burgmauern weiterhin befestigen und zum Gegenschlag ansetzen, wenn sich Gelegenheit ergäbe. Eine Siedlung hier in der Nähe der großen Ödlande konnte genutzt werden für die Vorbereitung des großen Angriffs. Mit der Wettermaschine am Wasser würde man Kerberos angreifende Truppen wohl aufhalten können, aber das Dorf und die Verbündeten wären dann von den Helden getrennt. Stadt können wir unser Lager aufschlagen und von hier aus unsere letzte große Schlacht vorbereiten. Dann stoßen wir diesen Kerberos von seinem Thron und dann seid ihr endlich König. Und ich... Der Bursche hat sich in seine Burg hoch oben in den Bergen zurückgezogen. Dort sitzt er wie der Adler in seinem Nest. Wird nicht leicht sein, ihn da rauszuholen. Die Gegend ist sehr unzugänglich und dazu noch gut bewacht. Ihr
Ihr werdet nicht so ohne weiteres in den inneren Bereich der Festung eindringen können, Meister. Die schweren Tore, die den Weg versperren, lassen sich nur von diesem Vorposten hier aus öffnen. Kerberos hat einen Teil seiner Horden an diesem Vorposten zusammengezogen. Da euer Kommen sicherlich nicht unentdeckt geblieben ist, müsst ihr damit rechnen, dass er nicht auf euch warten, sondern euch angreifen wird, solange ihr eure Streitmacht noch nicht in voller Stärke versammelt habt. Na toll. Eure Verbündeten aus dem großen Ödland haben versprochen, euch Hilfstruppen zur Unterstützung zu schicken. Ihr müsst aber standhalten, bis diese hier eingetroffen sind. Sie werden über den zugefrorenen See zu euch stoßen. Hoffentlich sind sie dann, bevor das Eis schmilzt. Und wollen wir hoffen, dass die Truppen von Kerberos nicht bemerken, dass auch sie euch über das Eis erreichen können. Wenn ich es recht bedenke, keine ganz ungefährliche Situation für euch, wenn ich das mal so sagen darf, edler Herrscher. Okay, dann wollen wir mal. Dann starten wir mal als erstes. Lassen wir mal die ganzen Helden hier runter. Wo ist denn der Aufgang? Hier. Ja, mein Herr. Auch nicht gerade praktisch. Ja, gern. Ja. Erinnert ihr euch noch, desto mehr aufgebaut ist, desto schwieriger ist es? Ja, wie ihr seht, ist das schon ziemlich viel. Das bringt aber auch ordentlich Steuern rein. Naja. Dann wollen wir erstmal ein bisschen befestigen. Das kann kein Ungläubiger besser. Pilgrim? Hier. Achtung mit der Kanone jetzt! Natürlich. Ich am besten Dario hier hin. Ja. Wie ihr wollt. Die Sache gefällt mir nicht so ganz. Aber gern. Wollen wir mal anfangen. Also ich habe überhaupt gar keinen Plan, wie die... Herr, seht nur, eine alte Wettermaschine. Wo kommt die denn her? Die könntet ihr benutzen, um den See auftauen zu lassen. Damit wärt ihr von dieser Seite gegen Angriffe gefeit. Aber die Hilfstruppen aus dem Niemandsland kämen dann auch nicht mehr zu euch durch. Da fragt man sich eigentlich, warum haben die inzwischen der Jahre, die die hier wohnen, nicht mal eine Brücke gebaut? Immerhin sind die ja ansonsten für den Rest des Jahres hier abgeschieden. Oder zumindest Boote. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaufen. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Sie schaddert. Ja! So. Und als erstes... erstmal ein Holzfällertrupp. Natürlich. Anordnung. Wenn es denn sein muss. Und dann mache ich mal das hier. So. Ach nee, ne? Ist nicht wahr hier drüben. Die Frage ist jetzt, greifen wir jetzt nur von einer Seite an oder von beiden? Ich denke mal nur von der hier.
erkunde das Land. Dann wollen wir mal sehen. Fertig. Eureka. Ja. All eure Wohnhäuser. Ich muss kurz Pause machen. Aber es gibt noch Obdachlose. Dann bin ich gleich nicht genug wieder zu essen. Da. Und da sind wir auch wieder. Ja. Und ich habe gerade irgendwie keinen Ton. Und da oben ist eine Zeitanzeige. Ah, jetzt haben wir Ton. Okay. Ja, ich war gerade ein bisschen still, weil hier jemand im Hintergrund rumgelaufen ist und ja. Jetzt bin ich ein bisschen gesprächiger. So, also ich habe gar keinen Plan, was jetzt überhaupt alles so ansteht und so. Wir sind jetzt hier angekommen in der letzten Runde und ja. Ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Plan über den Aufbau der Karte. Muss ich auch mal gucken, ob dann hier Truppen sind und alles. Also ist nicht ganz so einfach. Die Hilfstruppen eurer Verbündeten aus dem großen Ödland werden in Kürze eintreffen. Ja, wie ich weiß jetzt nicht, wie ich die an. Okay, mit 11. 12 macht man den Ton aus. Ist praktisch zu wissen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Zeitanzeige da wegkriege. Tut mir leid, also falls sie nervt oder so. Andernfalls wisst ihr dann halt, wie lange ich schon gespielt habe und ja. Sicherat. Gebt Acht! Die Falle ist aufgestellt! Das haben wir gleich. Der Verbündeten etwas enttäuscht war. So von, kann ich mich erinnern, von dem letzten, wo ich letztes Mal diese Runde gespielt habe. Ja! Aber ansonsten weiß ich eigentlich nicht mehr ganz so viel davon. Sicher das. Ein Bergmann. Jo! Also wie schon gesagt, ich habe überhaupt gar keinen Plan, was hier in der Runde aber gern überhaupt alles los ist und alles. Also. Es ist Zahltag. Fertig. Ja, und sonst auch nicht so ganz so viel los. Wo ist denn jetzt hier mein als Verlatt. Natürlich. Ach, hier sind ja auch noch welche. Stimmt. Und dann setze ich hier die Ziegelei hin.